Ihr müsst alle brennen! Ja, geil. Hallo Leute und herzlich willkommen zu der 21. Folge Hogwarts Legacy. In der letzten Folge sind wir in den Raum der Wünsche gegangen und haben das so ein bisschen eingerichtet. Und in der heutigen Folge gehen wir zu Sebastian Zello, der für uns einen Auftrag hat. Und falls ihr euch fragt, wie ich ausgucke, das ist Merlins Umhang. Weil daher, dass ich ein bisschen bei Hogwarts Legacy bei der Webseite gestöbert habe, dann stand da Twitch, Drops, und dann habe ich ein bisschen bei Twitch reingeguckt, dann habe ich so viel reingeschaut, dass ich den Umhang bekommen habe. Der ist echt wirklich cool, den kannst du auch nur dadurch bekommen. Den kannst du dir nicht erspielen oder so. Und den bekommst du, also den kannst du hier auch nicht irgendwie hier, hast du den nirgendwo, sondern den kannst du halt nur hier bei Erscheinungsbild ändern und dann ist der halt hier. Merlins Umhang, legendärer Umhang in mystischem Blau und Gold. Und ich finde ihn eigentlich relativ hübsch. Ja, ich weiß nicht, ob er unbedingt zu mir passt, aber ich lasse ihn einfach mal an, weil ich finde, der sieht schon wirklich cool. Das hat definitiv Stil. Aber darum soll es jetzt gar nicht gehen, sondern wir reden jetzt erstmal mit Sebastian Zello. Hallöchen. Sebastian. Hallo. Lange nicht gesehen. Stimmt. Echt? Schön, dass du meine Eule erhalten hast. Ja. Ich muss dir was zeigen. Okay. Lass mich dir erstmal danken für das, was du in der Bibliothek getan hast. Ja, du hast dich hier genau für mich eingesetzt. Scrivener wollte mich nachsitzen lassen, aber ich habe meine Mittel und Wege. Ja. Du hast den Kopf für mich hingehalten. Ja. Und das ist viel wert. Das ist richtig viel wert. Du bist so eine geile Sau. Das habe ich. Aber da fehlt dir etwas. Oh nein. Vielleicht sollten wir woanders darüber reden. Verstanden. Okay, warum muss ich dem jetzt eigentlich alles sagen? Weil das gar nicht. Nicht mal die Krypta? Professoren wissen von diesem Ort. Oh nein. Wahrscheinlich, weil er verboten ist. Voll mit dunkler Magie, oder? Genau, im Schatten der Krypta, so heißt der Auftrag. Aber genau, wo geht er mit mir hin? Gibt es einen Geheimgang. Okay. Sehr gut verborgen. Okay, ich dachte jetzt irgendwie, wir gehen in den verbotenen Wald und da ist dann irgendwas, aber da ist ja eine Tür. Hä? Ich habe die nie gesehen. Obwohl doch, ich glaube, ich habe das schon mal gesehen, konnte aber nichts machen. Okay. Jetzt schickt er mich in den Tod, weil er kommt selber nicht mit. Oh. Ja, er hat mich einfach eingesperrt. Durch meinen Freund, Ominous Gaunt. Ach, da ist er ja. Hallo. Er hat ihn Krypta getauft. Bist du nicht hier? Mit meiner Schwester. Ich hab dich doch ausgeschlossen. Die Tür ist doch hinter mir zugegangen. Sie liebte dieses Spiel. Naja, also Raum der Wünsche 2.0 würde ich jetzt mal meinen, oder? Verlieren. Hör zu, da ist bestimmt auch noch mal was, ja. Und hier ist die Kiste. Ja. Okay. Also, behalte das hier bitte für dich. Ich weiß von nix. Er vertraut niemand anderem außer mir. Oh ja. Danke, dass du mir vertraust, mein Freund. Aber also, wirklich, der Sebastian ist echt ein richtig cooler Charakter. Finde ich richtig cool, aber erstmal hier alles klauen. Yeah. Schule machen mit Bündchen. Ah ja, okay. Ist hier noch irgendwas, was ich mitnehmen kann? Nö, ich glaube wirklich nicht. Und mit Revier. Da, alles mitnehmen. Ah, Umhang des Gelehrten. Ah ja, immer nur so ekelhafte Umhänge. Aber egal, reden. Ich kenne Ominous aus dem Zaubertrankunterricht. Ominous, erst nochmal Ominous. Ja, denke ich mir auch gerade, keine Ahnung. Zauberstab im Schloss zurecht. Ja, das stimmt. Ich weiß nicht wie. Ominous wurde blind geboren. Da hilft kein Zauber. Es ist fast so, als hätte sein Zauberstab ein Bewusstsein. Also, das hat sich irgendwie ein bisschen gemein angehört, aber Ollivander sagt immer, der Zauberstab wählt den Zauberer. Nein, er sucht sich den Zauberer. Nein. Jemand in seiner Familie wusste davon. Okay. Die Gaunts sind die voller Gaunts. Geheimnisse. Ah, ja. Ich habe noch nie jemand anderen davon sprechen hören. Über diesen Raum? Und auch noch nie jemand anderen hier gesehen. Ja, Erzähl das niemandem. Ja, ich mach das nicht Ominous. Versprochen. Er hat für seine Familie. Ich weiß Familie nicht, wer Ominous ist, also wird das Geheimnis wirklich bei mir bleiben. Aber dieser Ort bedeutet ihm viel. Okay. Verstanden. Aber warum hat Ominous für seine Familie nichts übrig? Die Familie seines Vaters stammt direkt von Salazar Slytherin ab, einem der vier Gründer von Hogwarts. Oh mein Gott, was? Die meisten von ihnen sind besessen der Erbe Slytherins. Also jetzt nicht Ominous eher, kann sie aber nicht ausstehen, wie er dir gerne bestätigt. Oh, wie dem cool auch sei, die Krypta war der perfekte das ist Ort, ja um sich vor neugierigen geil zu verstecken und sogar verbotene Zaubersprüche zu üben. Oh. Ach ja. Zum Beispiel? Lass mal Avada Kedavra üben. Ah. Die Professoren sagen, der Zauber sei nicht geeignet für Schüler. Explosionszauber? Doch, das ist das. Klingt definitiv gefährlich, aber ich bin dabei. Klingt nach einem gefährlichen Zauber. Du klingst wie Ominous. Oh er nein. Er missbilligt die Verwendung verbotener Zaubersprüche. Das mache ich gar nicht. Obwohl er diesen gerne gelernt hat. Also wenn das keinem wehtut, außer meinen Gegnern, die mir wehtun wollen, ist ja okay. Natürlich jetzt außer die Todesflüche, weil die möchte ich jetzt in der Story in jetzt hier in den ganzen Projekten nicht verwenden. Würde sie gerne lernen, so klar. Aber du wenn überhaupt, ich weiß auch nicht, ne? Ich kann ihn dir hier aber ich würde sie halt nie verwenden wollen. Okay, möchtest du mir jetzt beibringen, ne?
Es kann dauern, bis man ein Gefühl dafür bekommt. Okay. Bewege den Zauberstab wie ich. Okay. Die Beschwörung lautet Confringo. Confringo. Also gut. Okay. Confringo. Okay, let's go. Confringo. Confringo. Confringo? Confringo. Da hab ich's. Der ist sogar rot. Alter, wie Expelliarmus und die ganzen und den Feuerdings. Du hast es raus. Ja, ich hab's raus. Ja, aber warte, ich muss üben. Ich muss das jetzt da hinpacken. Wo ist er? Obwohl, Confringo ist schon geil, ne? Wo ist er denn da? Aber Feuer, ich glaube, ich wechsle das mit Expelliarmus. Na, verdammt, jetzt habe ich es damit gewechselt. Ich könnte es auch, ich pack's da hin, dann tue ich Lumos hier hin und das da hin. So, okay. So, gut. Wo soll ich üben? Einfach hier? Alter. Damit die Krypta intakt bleibt. Konzentriere dich auf die Ziele, damit die Krypta intakt bleibt. Okay. Beide sind nützlich. Du Armleuchter. Jetzt weiß ich, wie ich die ganzen Feuerschalen in der Luft da anzünden kann. Weil mit dem Feuerdings ging das nicht und ich konnte es auch nicht herziehen. Und somit ist es ja viel einfacher. Also ist Explosionsfeuerzauber, oder wie? Alter, ich kann ja alles kaputt machen, das ist ja unfassbar. Okay, das jetzt nicht. Die Fässer auch nicht, zumindest nur eins davon. Ey, ich werde so viel Spaß mit diesem Zauberspruch haben, ne? Ihr müsst alle brennen! Ja, geil. Ja gut, also ihr merkt gar nicht, ihr merkt, ich brauche gar nicht die unverzeihlichen Flüche, ich kann auch so böse werden. Alter, das war mega geil, wie hier alles zerfetzt wird, ne? Oh mein Gott, ist das cool. Ja, ich werde jetzt so ein böser Zauberer. Ja gut, also, Confringo! Es ist schon sehr cool, aber jetzt rede ich erstmal mit Sebastian. Hallo. Ich muss sagen, das hat Spaß gemacht. Ja, das war wirklich lustig. Als ich mit Ominous das erste Mal Confringo übte, versenkten wir uns die Augenbrauen. Oh nein. Das hätte ich gern gesehen. Ich auch. Das hat uns lange verfolgt. Bis heute. Also ich verbranntete euch die Augenbrauen. Oh Gott. Hat man, glaube ich, gar nicht gemerkt bei mir gerade. Ich bin bereit für mehr Zauber wie diesen. Das ist genau die Art von Magie, die ich lernen wollte. Oh ja. Ich kenne noch viel mehr. Ja, geil. Ich übe hier schon seit Ewigkeiten ähnliche Zaubersprüche. Dann lass, allerdings lass, komm, habe ich Anne und Ominous nicht von jedem erzählt. Ich war schon länger aber nicht mir kannst du erzählen, weil ich bin dann ganz freundlicher. Ja, ja, das mit deiner Schwester tut mir leid. Ja. Wenn ich irgendwas tun kann. Wenn ich wieder nach Feldcroft gehe, könntest du mitkommen und Anne treffen. Cool. Geil, der möchte, also es ist krass, wie er sich jetzt einfach, wie er mich zu sich nach Hause einlädt, beziehungsweise wie er mich zu seiner Schwester einlädt. Oh ja, ich will nicht aufdringen, ja, das bin ich so freundlich bin ich. Will sie vielleicht keinen Besuch. Einen neuen Schüler zu treffen ist genau das, was sie braucht. Glaub mir. Wenn du das sagst, okay. Sie sitzt zu Hause bei unserem Vormund Onkel Solomon. Ja, aber dann ist doch auch nicht geil, wenn neuer Schüler dann, ne? Na gut, sag mir, aber okay, bin bereit. Prima. Geil. Cool. Übrigens, so eine richtige coole Beziehungsstory. Was hast du da vorhin in der Halle nicht sagen können? Wo soll ich da bloß anfangen? Ach so, mit den du Büchern, sagtest, ne? Bei deinem Fund in der Bibliothek fehlt etwas. Richtig. Könnte es etwas mit Victor Rookwood zu tun haben? Er hat dich in Hogsmeade doch nicht wirklich mit jemandem verwechselt. Nein, oder? Hat er auch nicht. Dir entgeht wirklich nichts. Na, der ist alles, ja auch nicht blöd. Rookwood und Ranrock suchen etwas, das ich ihrer Meinung nach aus Gringotts gestohlen habe. Aber Gringotts? Ich habe doch gar nichts geklaut. Wann warst du dort? Professor Am Anfang, und ich sind nach dem Drachenangriff dort gelandet. Ja, richtig. Da war dieser Portschlüssel und... Richtig. Ein Portschlüssel? Richtig. Nach Gringotts? Nun, nicht direkt. Ist alles etwas verworren. Also ich der Portschlüssel ging zu der Ruine und bei der Ruine war dann dieses Dings da. Ich bin nicht bereit, dir alles zu erzählen. Ach komm, okay. Er vertraut mir jetzt wirklich sehr. Er hat mir diesen Ort gezeigt, er hat mich zu seiner Schwester eingeladen. Er ist eine richtig coole Socke. Ich sag ihm einfach alles. Du musst versprechen, dass das unter uns bleibt. Ja. Ich habe dir von der geheimen Krypta erzählt. Hab's gerade gesagt. Du musst mir vertrauen. Ja, gut. Bitteschön. Also, ich hocke jetzt alles. Ich kann Spuren von alter Magie sehen. Weil er echt lange gebraucht, um das zu sagen. Wahrscheinlich habe ich es rausgeschnitten. Ich weiß nicht, was ich erwartet habe. Aber das wahrscheinlich sicher nicht. Ja, sag ich ja. Was heißt das überhaupt? Da bin ich mir nicht ganz sicher. Ich kann diese komischen blauen Zündenflecke auf dem Boden nach oben ziehen und dann öffnet sich Türen. Jemand warnt. Das kann ich machen. Fick und ich kann Blitze aus dem Himmel runterschießen. Und ich kann Leute zerkleinern und zertreten. Sagen, das ist die alte Magie. Vielleicht eine Art Zauberermagie nutzen? Genau das wollen wir herausfinden. Was? Ich habe gar nicht zugehört. Mal wieder. Und diese Fähigkeit von dir, erlaubt sie dir auch, diese Magie zu nutzen? Ich glaube schon. Ich weiß es nicht. Oder das weiß ich auch nicht. Sag es mir. Okay. Ich studiere schon ewig archaische Formen der Magie. Ach ja, was für ein Ding? Können wir einander helfen? Natürlich, mach da mal. Da mittlerweile sowohl Rookwood als auch Ranrock hinter dir her sind, ja, die denke sind ich, böse. Du solltest den Explosionszauber noch ein bisschen üben.
Warum? Ich hab doch den ganzen Raum schon kaputt gemacht. Denk daran, dieser Ort bleibt unter uns. Ja. Wenn du vom Geheimnis von mir erzählst, erzähl ich von diesem Raum. Also ich habe ein Druckmittel, aber du auch. Verlasse die Krypta. Okay. Der Ort lebt hier leider noch, weil ich habe leider nicht alle angezündet. Aber ich habe ein bisschen kaputt gemacht. Ich hoffe, das ist auch okay. Gehe hier mal wieder raus. Kann ich den theoretisch jederzeit wieder betreten? Eine gute Frage, ne? Boah, Alter, eine geile Tür, Alter. Krass. Ist das eigentlich ein Aufzug? Oder ist er ja wieder? Hallo. Hallo, Sebastian. Hallo, ich bin nicht Sebastian. Oh nein. Ich kann dich hören. Oh, hallo. Hallöchen. Ominous, nicht? Oh. Ich glaube, wir haben Zaubertränke zusammen. Das ist, und ja, der Typ mit hier, ne? Hab ich in Zaubertränke mit Gareth Weasley reden gehört? Ja. Du bist neu in der fünften. Richtig. Kommst du gerade aus der Krypta? Nein. Wie bist du da reingekommen? Nein, du hast mich nicht gesehen. Also blöd gesagt hast du wirklich nicht. Ich stieß zufällig drauf. Der Raum heißt die Krypta? Ja. Ah, ich war auf Erkundungstour. Ja, richtig. Ich hab mich plötzlich in einem seltsamen Gang wieder. Lüg nicht. Ja, wieso fragst du mich dann? Du stößt zufällig auf diesen Raum. Doch, du doch auch. Sebastian hat dir von ihm erzählt. Nö, hat er nicht. Nein, hat er. Wenn du jemandem von diesem Ort erzählst, kann dir nicht einmal dein werter Professor Fig helfen. Ja, dann mach ich dich fertig. Mein Vater ist mit dem Schulleiter befreundet. Ich habe keine Scheu davor, das auszunutzen, wenn nötig. Ich hab doch nichts gemacht. Ja, Drohung ist dann unnötig. Ja, wenn der gemeint zu mir ist, bin ich gemeint zu ihm. So. Du brauchst mir nicht zu drohen. Wieso? Ich behalte deine Krypta für mich. Ist so. Und Sebastian ist ein guter Freund. Ja. Du solltest ihm nicht gleich das Schlimmste unterstellen. Richtig. Ich muss mir von dir nichts über meinen ältesten Freund sagen lassen. Hast du mich gerade nicht bedroht? Ja, kein Problem, Mann. Ich weiß, was du meintest. Ja. Sebastian handelt sich schon genug Ärger ein. Er braucht deine Hilfe nicht. Okay, wenn du das sagst, wenn du Sebastian so gut kennst, dass du für ihn sprechen kannst. Etwas anhören dürfen. Ja, okay, ich wünsche dir viel Spaß, ne? Also ich laufe da mal vorbei. Hast mich nie gesehen. Hast du wirklich nicht. Also ich möchte ihn jetzt deswegen... Ach egal, ich sage einfach nichts mehr. Kommen Sie so schnell wie möglich zu mir. Okay. Mein Abstecher beim Ministerium war nicht von Erfolg gekrönt. Oh nein. Ich hoffe, Sie hatten in der Zwischenzeit mehr Glück. Natürlich, ich hatte richtig viel Glück. Warte, ich mach mal noch einen Erfolg, dann gehe ich zu ihm und dann schauen wir mal, was der Junge noch für uns hat. Dann habe ich einen richtig Was? Okay, ich soll ihm die Kartenkammer zeigen? Naja, okay. Und dann kann ich euch schon mal ein bisschen aufheizen, was in der nächsten Folge passiert. Wingardium Leviosa um Objekte für kurze Zeit schweben zu lassen. Ja, aber kann ich doch schon mit Leviosa. Ja. Immer die mit den Voraussetzungen, ne? Also ich zeige dir, wie du Leute umbringst, nachdem du 5 Leute weggetötet hast. Ich zeige dir, wie du Leute folterst, wenn du schon 3 gefoltert hast. Also klar, ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber... Alter, ich soll für diesen Typen mich richtig betrinken, für den einen. Für die soll ich jetzt, was soll ich machen? Ich hab's vergessen. Oh, ich muss da gar nicht lang, ups. Also ich muss richtig viel machen, um eine Sache zu machen, so. Alter. Oh, ich bin gleich da bei ihm, Professor Fig. Muss ich nur ein bisschen laufen, ist ein bisschen anstrengend hier. Warten Sie kurz. Kann ich nicht meinen richtig super Trick machen? Nein, kann ich leider in der Schule nicht, okay. Oh, hallo, da bin ich. How can I help you? Ich hatte gehofft, Sie zu sehen. Sie haben mich auch eingeladen, oder nicht? Sie sind zurück. Ja, echt, ich weiß dich gar nicht. Mehr als dass er zuhört. Ja, ich auch. Ich höre nämlich gar nicht zu. Er wollte kein Wort über Kobold hören. Oh nein. Wo wir gerade dabei sind. Hören Sie. Ja. Es ist so viel passiert, während Sie weg waren. Wie er einfach den Lehrer unterbricht. Ich sollte den Nick verdorbenen Rinderbraten aus der Küche holen. Richtig. Fauligen Rinderbraten. Ja. Ja. Das kam mir auch seltsam vor. Ist eklig. Aber dann gaben wir den Was hatten wir eigentlich damit gemacht? Von der Jagd der Kopflosen und... Sie haben die kopflose Jagd getroffen? Ja, das muss auch wirklich Müll interessant. Hab auch gewonnen, hab die Seiten. Und dann musste ich Richard Jackdaws Kopf auf den Kürbissen finden, damit er mir sagen konnte, wie er gestorben ist. Ja. Wer in aller Welt ist Richard Jackdaw? Er war hier vor langer Zeit. Halt, der hat so keine Ahnung, hat das ganze Spiel durchgespielt und erklärst gerade. Ich ging dorthin und direkt neben Jackdaws Skelett fand ich die fehlenden Seiten. Ja. Sie haben die Seiten. Ja. Ja. Und weil Jackdaw der darin enthaltenen Karte gefolgt war, fand ich mit den Seiten auch den eingezeichneten Ort. Achso, ja. Glauben oder nicht. Echt? Es ist ein Raum unter Hogwarts. Ja. Warum bin ich nicht überrascht? Wollen wir? Ich hatte gehofft, dass Sie das sagen. Oh ja, let's go. Oh, und wir brauchen das Buch. Achso, ja, das natürlich auch. Und? Und? Okay. Oh ja, so cool. Jetzt geht's einfach in der nächsten Folge damit weiter. Wenn es dir gefallen hat, lass gerne ein Like und ein Abo da. Ich glaube, diese Folge kommt um 12 Uhr tatsächlich. Ja, das heißt, die nächste Folge, jetzt die Fortsetzung davon, kommt um 16 Uhr. Das heißt, ihr braucht nur 4 Stunden warten.
wenn ihr wirklich pünktlich guckt. Ja, seid gespannt. Ich bin's Senior und dann auch adios, amigos. Tschüsseli.